Yo, hallo Leute, und damit begrüße ich euch zu einem neuen Let's Play von mir. Es ist natürlich Battlefield 3. So, Enter zum Beginn. Ich muss nochmal gucken von wegen Audioeinstellungen. Ich meine, im Spiel müsste das so ein bisschen laut sein. Ja, ich müsste passen. Jo, und ja, speichern. Ich werde jetzt nicht lange rumlabern und direkt loslegen, denn was will man zum Spiel noch sagen? Ich will einfach zocken. Los geht's. Jetzt dürfte eine Cutscene kommen, weiß es aber nicht. Meine aber, wie bei jedem Spiel natürlich schon mal für eine Cutscene. Und da werde ich ruhig sein. Mission Semper Field. Fields. Komischer Name. Electronic Arts. Dies. Battlefield 3. Ah, und es geht offenbar direkt los. Jo, linke Maustaste zum Schießen, rechte zum Zoomen, rechte zum Nachladen. Wir sind offenbar in einem Zug. Und so, was hier gerade los ist, weiß ich selber noch nicht. Wir sind also direkt ins Spiel reingeworfen. Ohne zu wissen, was ungefähr los ist. Aber auf jeden Fall. Müssen wir ja schon einige Gegner bekämpfen. Ah. Ach, halte er, okay. Gut, jetzt haben wir eine Schrotflinte bekommen. Auf mal Quicktime-Event. Ah, und das Sound dürfte auch stimmen. Weiß nicht, kann sein, dass es ein bisschen leise ist, obwohl. Es müsste im Grunde okay sein. Weil das hast du. Wow. So. Jetzt müssen wir uns hier vorne auf dem Zug vorne bewegen. Ich glaube. Wow. Okay. Quicktime. Eine Slow-Mo. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das ist so ein bisschen. Nein, nicht zum Menü, so gar nicht. Audio. Das ist so ein bisschen laut, also. Merkt man schon. Also, ich werde das im Laufe des Spiels noch ein bisschen korrigieren mit der Lautstärke, weil das ist teilweise lauter, so also ein bisschen leise jetzt. So. So, ist auch weg. Oh nein, nachladen. Mal gucken, kann ich ihn messern? Wenn ich mal wissen, wie man messert. Oh. Boah, ich sitze da gerade immer noch so, weil ich kaum glaube, dass ich immer noch gerade Battlefield zocken. Oh. Aber. So, noch welche?
Munition hält davon automatisch auf, gut. Oh. Ah, wir wissen immer noch nicht, was das jetzt gerade für eine Szene sollte oder was da gerade war. Mission Operations Sword Breaker. Also man wurde gerade so reingeworfen, ohne zu wissen, was da gerade so richtig los ist. Oh. Oh, du kannst zwei Primärwaffen tragen. Okay. Also da unten unter dem Bild stehen noch ein paar Tipps. Immer nebenbei. Ah, dann noch eins. Rüste dich mit Waffen aus, indem du in der Nähe gehst und Nachladen gedrückt hältst. Acht Stunden zuvor. Ah, jetzt erfährt man, was passiert ist. Und da, wozu es gekommen ist. Ja, wer sind Sie? Von der CIA? Guten Morgen, Sergeant Blackburn. Wann werden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Vor 18 Stunden erhielt ich einen Anruf von der Homeland Security, dass ich mit einem inhaftierten Marine reden solle. Wegen eines Terrorkomplotts in New York. Der Marine behauptet, er habe Informationen, wie das aufzuhalten sei. Das Beste daran, er behauptet, es passiere heute. Hier werden wir also. Sie sehen müde aus. Anders gesagt, Sie sehen aus wie ausgekotzt. Wer ist das? Das ist er. Solomon. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York? Sie nicht? Warum? Weil er es sagte. Ich habe die Akte gelesen. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung, was wir wissen. Warten Sie, hören Sie zu. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Sie müssen nur ein paar Fragen beantworten, Sergeant Blackburn. Verstanden? Wann hörten Sie zum ersten Mal von Solomon und der PLR? Vor 9 Monaten. Operation Swordbreaker, irakisches Kurdistan. Okay. Ich bin ganz Ohr. So. Jetzt wird sozusagen die Geschichte erzählt, wie es davor war, vor dieser Geschichte im Zug. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna tell him that. Es wird 1-3, Kenntnis 5 Führung. Überqueren die Demarkationslinie in 2 Minuten. Verstanden. Yo, hat noch jemand null Durchblick, was wir hier machen? Spiel nicht immer den scheiß Hippie-Montez. Ich sag ja nur, wenn's wirklich um die PLA geht, sollten wir im Iran sein, nicht im Irak. Die kommen über die Grenze, Mann. Die PLA sind die Richtigen, okay? Richtiger wird's nicht. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Hier wird's langsam brenzlig. Dein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sammelpunkt begeben. Hier 1-3, verstanden, out. Warum halten wir hier? Unser Einsatzziel ist gute 20 Kilometer nördlich. Keine Ahnung, Montez. Okay, dann wollen wir mal. Okay, los geht's. Vorwärts. Jetzt dürfen wir aussteigen. Wo ist der Lieutenant? Da vorne müsst ihr rechts. Danke! Ach, sieht das nicht schön aus. Habt ihr euch mal gefragt, warum in diesem Teil der Welt... So, dann folgen wir mal den Kollegen. Ah, da fliegt ein schöner Helikopter. Ach, sieht das nicht schön aus, also... Die Grafik, da habe ich mich drauf gefreut. Ich habe monatelang auf das Spiel gewartet und da ist es. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich drauf freue und wie... Ah, ich zittere immer noch, weil ich das gerade spiele. Oh... Sauber. Ja. Gentlemen, willkommen. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Um 09:30 haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren.
dass einen möglichen USBV am Spinzer Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt damit drin. Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert, falls nötig, Kasseberg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Dann mal los. So, los geht's. Wir sind mächtig zurückgefallen. Und ich werde jetzt nur insgesamt so eine halbe Stunde aufnehmen, damit ihr auch mir sagen könnt, ob ich den Sound lauter oder leiser stellen soll. Denn ich weiß nicht ungefähr, wie es für euch ist. Los. Für mich persönlich könnte das so, sagen wir mal so ein Tacken leise, lauter sein. Gerade eben in dieser Cutscene, wo die gesprochen haben, war es so ein bisschen leise. Deswegen. So. Ich werde später vielleicht noch an einigen Grafikeinstellungen so ein bisschen rumschrauben. Ja, wir sind hier an dieser Stelle, die man aus einigen Trailern schon gesehen hat. Stimmt ja, ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Bleibt zusammen. Achtet auf die Ecken. Okay, kleiner Ruckler, aber stört nicht weiter. Soll dem Räumkommando sagen, es soll die Munitionslager weiter wegfußen. Ein Erdbeben. Wir sind 90 Kilometer von einer größeren Verwerfung entfernt. Ziemlich große Querstraße. Viel freies Feld. Na, was jetzt? Also zwei drüber. Black. Du und Petkovic, nehmt die Tür rechts. Okay, unterwegs. Du musst aufschließen, Black. Los! Los, los, los. Ich muss ihm ja folgen. Boah. Meine Hände schwitzen ja schon. Kein einziger Zivilist. Mir gefällt das alles. Scharfschütze! Ich bezweifle zwar, dass er noch lebt, aber naja, man kann ja immer hoffen. Und zum Beispiel jetzt ist es ein bisschen leise, ein bisschen laut meine ich, von wegen dem Schießen. Aber naja. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie man sich... Ja genau, mit Y legt man sich hin. Oh. Ich sehe zwar gerade gar nichts, aber egal. Weil da so viel Rauch ist. Der brennt schon Auto. Da. Achtung, sie bewegen da war doch einer. Los, los, hinter mir! Bist du okay? Gut, okay, alles cool. Panzerfaust auf 12 Uhr! Erster Stock! Bleib von den Verschwörungen! Wow! Ah, aha. Wo? Wo war da denn einer? Okay. Ah, der dürfte weg sein. Komm über die Mauer! Rechts! Kontakt links! Oho! Ah, der. Ach, da! Der lebt ja noch. So, haben. Oh, geht ja richtig zur Sache hier. Wow. Hätte ich auch eine Granate werfen? Ja, komm hier. Ist die Granate hin? Die Granate ist wieder im Arsch gelandet. Und ja, sauber. Ich glaube, alle drei habe ich getroffen. Stimmt ja, der Sniper ist ja noch da. Wir übernehmen. Hey, Kumpel. Ah, geht's ihm gut? Kannst du das spüren? Na, ich glaube, er lebt noch. Das ist okay. Schön für ihn. Dann mal los. Seht um jede Ecke.
Ich hoffe, Chefin wird wieder. Er wird wieder. Ist ein zäher Bursch. Noch ein Beben? Oh. Vielleicht. Jetzt müssen wir weiter. So, jetzt müssten wir auf dem Dach sein. Augen offen halten. Oh, nicht. Naja. Scheiße. Oh. Zu ungeschützt. Wir müssen uns von Deckung zu Deckung vorlassen. Oh. Statt nicht von den Fenstern stehen. Das waren keine Einheimischen. Die sprachen kein Arabisch. Holt Al-Bashir sich jetzt schon Rebellen aus dem Iran oder was? Oh, ziemlich dunkel, ja. Lass uns jetzt einfach hoch. Aber kann ich? Ne, kann ich nicht. Ich wollte gucken, ob ich Taschenlampe anschalten kann. Seid vorsichtig da draußen. Gesichert. Oh. Scheiße, Kontakt! Wieder der Sniper. Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene 50er. Unten bleiben, unten bleiben. Oh. Los, von einer Deckung zur anderen. Wir locken ihn raus. Und los. Okay, unterwegs. Los. Okay, unterwegs. Und los. Geh weiter. So. Und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Rand.